Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Projekt hier, wo wir das 1.7.10 Pack durchspielen. Ich und mein Freund Tyron, hallo an dieser Stelle, alles klar. Haben wir uns hier schon so eine kleine Basis bei den ersten zwei Folgen aufgebaut und wir haben uns letztes Mal hier diese kleine Smeltery errichtet. Und wir machen uns jetzt direkt mal so eine Eisenspitzhacke, indem wir das Ganze hier mal einschmelzen. Das wollte ich eben gemeinsam mit euch machen, weil das ist halt dann doch schon ein etwas wichtigerer Schritt, meiner Meinung nach. Und dann können wir uns eine Eisenspitzhacke machen und dann schicken wir den Tyron mal ein bisschen weg, damit er uns ein bisschen Gold farmt. Denn wir brauchen für die Schablonen, für die Smeltery, brauchen wir dann Gold-Schablone, also beziehungsweise brauchen wir Gold, damit wir uns solche Schablonen herstellen können. So, genau. Und darum ist es wichtig, dass wir Eisenspitzhacke machen, denn damit können wir jetzt dann. Okay, gut. Wir brauchen das andere. Da habe ich das verwechselt. Genau, mit dem Teil hier kriegt ihr denn dann die Erze fürs Craften raus. Da ich verwechselt, tut mir leid. Nämlich so. Und dann können wir klicken. Alles klar. Die Typen sind nicht gerade dumm. Klicken. Hallo. Das will nicht rausgehen. Okay, vielleicht müssen wir das eins weiter unten machen. Weiß ich jetzt nicht. Wäre mir zumindest nicht bekannt, aber kann schon sein. Rain, dann ist die Brick. Gut. Rain wollen wir so dran haben. Dann wollen wir den Casting Table in den Boden rammen. Und dann das da dran und die Smeltery wieder komplett machen. Und dann schauen wir mal. Können wir das jetzt ablassen? Nein, geht nicht. Warum geht das nicht? Das ist eine Frage, die ich jetzt gerade leider nicht beantworten kann. Vielleicht brauchen wir. Hä? Aber muss doch irgendwie gehen. Ah. Vielleicht geht es so. Gehen wir da ein bisschen Stein reinhauen. Und uns einen Spitzhackenkopf aus Stein machen. So. Was ist das für ein Mining Level eigentlich? Nein, das. Eisen auch, okay. Gut. Wenn wir das reinlegen, können wir dann das nicht drauf gehen. Hä? Nicht blöd? Okay. Ich mache mal hier so einen kleinen Cut, informiere mich drüber und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder zurück aus dem Cut und ich habe herausgefunden, wie wir uns Castings machen. Nämlich, indem wir Copper und Aluminium mischen. Dann haben wir Aluminium Brass. Und daraus können wir uns jetzt Castings machen. So. Genau. Dann haben wir hier so Schablonen. Und da können wir jetzt wiederum, wenn wir das Eisen nach unten tun, Eisen reingießen. Zack. Und jetzt haben wir einen Eisenspitzhackenkopf. Daraus können wir jetzt endlich eine Spitzhacke machen. Taran, wo bist du denn? Weit von dir entfernt, das bin ich. Und ich hole mir gerade nämlich Leder. Willst du nicht nach Hause kommen? Nein! Ich bin okay. Auf der Suche. Gut, jedenfalls brauchen wir eigentlich eh kein Gold. Aber was ich jetzt machen wollte, ist das ganze Hammerzeugs. Und dafür nehmen wir uns mal diese Plate raus. Ich glaube, dass man das so machen kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Nein. Hey, cool, ich habe gerade Ich weiß gerade nicht, wie man diese Big Plate macht. Leider. Nein. Ich kann nämlich auch nicht. Doch. Ja, auf einmal kann ich es. Okay. Gut. Dann auf demselben Weg wie die anderen Dinge auch. Hier rein. Dann Aluminium Brass drauf. Gießen. Zack, zack, zack. Ich habe einen Helm von Rapture gefunden.
Nice. Ein Eisenhelm vom Rapture. Okay. Gut, dann haben wir die Schablone auch. Das bohren wir mal kurz da rein. Gut, jetzt haben wir diese Schablone hier und wir machen uns. Ja, machen wir uns gleich einen Eisenhammer. Warum nicht? Dann müssen wir das Eisen wieder nach unten geben. Lassen uns da Eisen drauf. Wenn es ausreicht. Bitte. Eisen. Der hat nicht ausgereicht, dann machen wir es halt aus Kupfer. Okay. Okay, gut. Wir brauchen Eisen. Na gut, dann hol ich mal schnell Eisen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück aus dem Cut. Ich war ein bisschen Eisenfarmen eigentlich umsonst, weil wir hatten sogar noch etwas im Inventar und ich Dummkopf habe das natürlich nicht gesehen. Nämlich hier 8 Iron Ingots, aber gut. Ja, wir sind immer noch dran, den Hammer zu machen. Und dafür brauche ich ja auch noch andere Tools. Zum Beispiel aus Stein, nämlich den Hammerkopf brauchen wir da auch noch. Denn ich würde mir gerne, wenn schon, denn schon, einen Eisenhammer machen. Gut, jetzt gehen wir das ganz runter und jetzt können wir das auch vollenden, die Plate. So, hier haben wir eine Eisenplate, wir brauchen aber noch eine. Ah, und ich muss mein Inventar entmüllen. Oh. So, genau, ein bisschen Gold habe ich mitgenommen, ein bisschen Aluminium habe ich auch noch mitgenommen. Jede Menge von der Farming Tour habe ich eigentlich mitgenommen jetzt. Gut. Einmal, zweimal. Dann, genau, will ich mir noch so eine Hammerform machen. Macht man so. Dann müssen wir die Brass nach unten geben und eine Form machen. Also ein Cast. Dann können wir da Eisen einfüllen. Ich hoffe, es reicht aus. Ansonsten haben wir noch Eisen. Nein, das reicht natürlich gerade nicht aus. Eisen, so. Und nach wie vor ist der Hunger ein ganz großes Problem von uns. Und jetzt können wir uns endlich den Hammer machen und die erste Quest abholen. Ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Zack, dann den Kopf und dann... Ja, endlich. Okay, gut, erste Quest abholen. Dann kriegen wir auch gleich mal einen Loot weg. Was ich vorher noch machen will, ist nämlich Party Name. Achso, stimmt, ja. Sollte ich für den... Wie wollen wir unseren Tribe nennen, unsere Party? Ich weiß es nicht. Oh, sag nicht YOLO irgendwie oder sowas. YOLO Corporation. Ja, wehe, du tust es. DDLP GmbH. GmbH. Gut, Create Party, dann inviten wir nochmal schnell den Triple Unterstrich. Unterstrich. Nein, großes T bitte. Hey, das ist eine Art Burg. Eine ganz kleine Burg, also ein Turm. Dann habe ich dich mal invited. Und Multiply Award, passt schon. Gut. Dann Becoming a Geek. So, open. Endlich, wir können die erste Quest abholen. Was? Nein! Nein, das ist nur der erste Teil von der Quest. Wir brauchen nicht noch den Excavator. Okay, dann machen wir auch noch schnell. Tut weh, das tut weh. Ah, wunder, das tut wirklich weh. Tut echt weh. Okay, wir brauchen... Oh, nee. Okay, das geht aber eh schnell, hoffentlich. We'll be right back.
Dann brauchen wir noch einmal sowas. Und dann sollten wir den Excavator auch haben. Bin gespannt, ob die Quest dann endlich abgeschlossen ist. Nein, falsch. Da will ich rein. Den Excavator. Einmal das, einmal das Kreuz, einmal das und die Toolrod. Und dann haben wir den Copper Was? Fuck, Excavator. Junge, was ist das? Was ist denn? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Das ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist irgendwie so wie diese Nein. Dark Skeletons in der Hölle. Und es ist Nacht. Ach du Sch. Ich gehe in ein Haus rein. Okay, Leute. Ich beende die Folge jetzt mal. Wir haben eigentlich eh einiges weitergebracht. Wir haben die Smeltery zum Laufen gebracht. Wir haben den Excavator gemacht. Wir haben den Hammer gemacht. Und jetzt reicht meine Geduld. Also die Sense machen wir im nächsten Part und hoffentlich können wir dann endlich mal die Quest abschließen. Ja gut, wie gesagt, das war's für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ich verbessern kann. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Ciao.